Weidmannsheil. Frikadellen, wie ich sie mag. 1 Kilo Rinderhack oder halb und halb. 2 Eier. 1 große Zwiebel oder 2, also eine Gemüsezwiebel oder 2 oder 3 normale Zwiebeln, vom Volumen etwa so viel wie 3/4 von dem gehackten. 1 Handvoll Speckwürfel und ein kleines Händchen Gewürzgurken fein gewürfelt. Und die gleiche Menge an Petersilie. An Gewürzen habe ich 1 Teelöffel Gemüsebrühe, 2 Teelöffel schwarzen Pfeffer, 2 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Chipotle oder Chili und 3 Teelöffel Paprika rein damit. Vier, fünf Spritzer Maggi. Ich habe 3 Brötchen eingeweicht den ganzen Tag. Wichtig ist, die Brötchen sollen richtig trocken sein und das Wasser zum Einweichen kalt. Gieße ich das Wasser ab und drücke so viel von dem Wasser wie möglich raus. Das soll die Frikadellen fluffig machen, aber nicht verwässern. So. Wenn ich das Wasser rausgedrückt habe, rein in die Masse. Und das Ganze dann durchmengen, bis eine Bindung entsteht. Danach stelle ich das hin und lasse das eine halbe Stunde, Stunde durchziehen. Danach werden die paniert. Für die Panade nehme ich Hartweizengrieß und Semmelbrösel halb und halb. Danach ausbacken bei geringer Hitze. Da werde ich nur kurze Clips noch anhängen. Das Problem bei mir ist, ich finde die so gut, die halten nicht sonderlich lange, eignen sich nämlich auch ganz gut zum Einfrieren. Aber dann ist immer eine Frage der Menge, weil so das hier, das kann ich mit 2 Pfannen dann ganz gut zusammenbraten, ansonsten wird das einfach zu viel. Masse sollte eben Bindung haben, dass da keine Zwiebeln mehr rumfliegen, sondern die sollen schön von der Masse erfasst sein. Und jetzt habe ich das böse S-Wort schön verwendet, kriege ich die Krise, wenn ich das im Zusammenhang mit Kochen höre. Auch die Brötchen sollten nicht mehr als Brocken zu erkennen sein.
sondern soweit es möglich ist, eine homogene Masse bilden. Wenn es anfängt zu kleben, dann passt es. Anfangen zu kleben heißt, so, ich zeige das gleich mal. Ja, die Masse hält zusammen und alle Teile kleben. Okay, stehen lassen, durchziehen lassen. Ja, und dann noch die Kleinigkeiten wie panieren und braten. Dann forme ich die Frikadellen aus. Der eine mag zu groß, der andere mag zu klein. Ich nehme so ein Händchen voll. Bringe sie in Form. Ich mag sie dann länglich und etwa fingerdick. Panieren. Nochmal in Form bringen. Und fertig. Ist die erste. Geht weiter. Menge, kleines Händchen voll. In Form bringen. Wer möchte, kann dann Kunstwerk bauen. Fingerdick etwa. Panieren von beiden Seiten. Und so geht das dann weiter, bis die gesamte Masse aufgebraucht ist. Ich habe dann im Ergebnis 15 Frikadellen. Und habe hier nochmal mit dem Messerrücken ein Criss-Cross-Muster drauf gemacht. Ja. Kann man machen, muss man nicht machen. Ist jedem überlassen. Jetzt sind die fertig zum Ausbraten. Und sind dann gut, wenn sie vom Teig her, wenn sie nicht auseinanderfallen. Der Rest passt dann. Zum Ausbraten nehme ich Butter und neutrales Bratöl. Wenn man die Butter in Öl auflöst, gibt es einen wunderschönen Buttergeschmack und gleichzeitig wird die Butter nicht braun. Das würde passieren, wenn man nur die Butter alleine nimmt. Erst die Butter heiß werden lassen. Ich habe das jetzt auf Stufe 6 von 10. Dann rein und erstmal in Ruhe lassen. Ja, wenden. Ich schaue mal nach wie vielen Minuten ich sie wende. Aber nicht zu früh. Ja. Und vor allen Dingen nicht zu heiß anbraten, weil die sollen ja unten nicht verbrennen. Wer mehrere Pfannen hat, ist klar im Vorteil. Die schrumpfen ein bisschen. Jo, und jetzt warten wir, bis es soweit ist zum Wenden. Nach knapp 20 Minuten ist die Küche voll Röstaromen. Und dann drehe ich dies erste Mal um. Das einzige Geheimnis liegt daran, die wirklich bei mittlerer oder niedriger Temperatur zu braten. Dann kriegen wir eine schöne Kruste. Und
Das Fleisch ist durchgegart. Wenn sie auf der zweiten Seite fertig sind, ich brate jede Seite nur einmal. Ich mag es, wenn es so goldgelb ist. Geduld ist beim Ausbraten das A und O und letztlich das einzige Geheimnis. Das Fett ist nicht braun, sondern immer noch klar. Verbranntes Fett schmeckt nicht und riecht auch nicht gut. So, und jetzt geht's in die zweite Runde. Nach gut 10 Minuten, 12 Minuten, das dauert bei der zweiten Seite etwas kürzer, ist auch die zweite Seite angebräunt. Ich drehe es einfach noch mal kurz um. Und damit sind die servierfertig. Und heute gibt es dazu Kartoffelpüree und Bohnensalat aus dem Glas. Den Bohnensalat, den habe ich im anderen Video schon gezeigt. Die sind saftig. Richtig lecker. Der Rest ist jetzt Privatsache. Baut's nach.